Als Würstelmann begrüße ich Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Abend. Ich bin sozusagen der Wurstmoderator. Meine Damen und Herren, es wird heute eine kleine Wurstreise durch Raum und Zeit. Die Wurstkamera werden heute live Würste zubereiten und die können sich anschließend auch verzehren. Und der Rudi Hübel wird auch Würste zubereiten und die werden dann so aussehen wie die Würste dort oben an der Wand. Das sind Plakatwürste, der Rudi Hübel wird genau erklären, was da drinnen ist. Begrüßen Sie bitte mit mir den Volkskünstler Rudi Hübel, der auch diese Plakatwurst-Fotoausstellung kreiert hat. Servus. Ich bin der Rudi Hübel und betreibe die urbane Volkskunst. Das ist eine von mir kreierte Kunstrichtung, die mit unterschiedlichen Methoden und Techniken auf populäre, also volkstümliche Themen reagiert. Und das Mozartjahr war ein solches Thema, wo es eben darauf zu reagieren galt. In meiner Funktion als Plakatierer wurde ich überhäuft mit Mozart-Plakaten und ich habe es da gar nicht mehr wahrgenommen und habe das Ankündigungsmedium-Plakat zum reinen Werkstoff Papier eben reduziert. Und aus dem Pappmaché, genau gesagt, habe ich dann speziell ein Plakatmaché angefertigt. Und Wien ist ja die Stadt, wo die Wiener Würstchen Frankfurter heißen. Und darum galt es, ein Mozart-Souvenir herzustellen, das also mit Wien in Zusammenhang gebracht werden kann. Darum habe ich eben in meiner Funktion als Plakatierer und als Kunstschaffender die Mozart-Plakat-Wurst erfunden. Ist im Prinzip so etwas Ähnliches wie ein Mitbringsel, sagen wir, ein fluxusträchtiger Souvenirartikel zum Mozartjahr.